Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute wird's original mexikanisch und zwar machen wir ein richtig, richtig geiles Essen oder einen geilen Snack ist es eigentlich schon eher. Und zwar Chicharrón. Richtig schön knusprig, Bauch, lecker. Und wir geben uns größte Mühe, das auch noch authentisch hinzubekommen. Was heißt das? Siehst du gleich. Freut euch drauf. Prost. Du hast dich verraten, oder? Das wollte ich gar nicht sagen. Freut euch drauf. Ja, die Zutaten, die wir brauchen, seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da unterm Video, wo hier Aufklappen steht. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Steht alles für euch drin. Ja, es ist tatsächlich ein mega Rezept. Es ist richtig, richtig lecker. Krosser Bauch, aber nicht schwarz, so wie er eigentlich sein soll. Und dazu habe ich ein bisschen Tequila gekauft, André. Boah, bin ich mal gespannt. Du siehst die Zutaten hier noch nicht so mit Tequila, aber es ist alles da. Nee, kein Tequila in Sicht. Ja, wir können ja erstmal, wir stoßen erstmal an, auf das Gericht. Ja, komm, machen wir. Komm ran. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich habe leider hier nur diese Gläser, so kleine. Eigentlich gehört da Moonshine rein. Das sind Eimergläser, oder nicht? Nein, das sind Moonshine-Gläser. So, und hier haben wir guten mexikanischen Tequila. Boah, und ich habe den die ganze Zeit nicht gesehen. Das ist schon versteckt hier. Ja, ich habe den hier hinter versteckt. Da, wo du nicht hin darfst. Manchmal darf ich auch hin. Aber ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Zack. So, Tequila ist schon lange her. Tequila ist schon... Wie war die Reihenfolge? Salz, das weiß ich noch. Salz, Zitrone, irgendwas, Limone, ja, Limette. Ja. Zitrone haben wir hier. Jetzt wird es authentisch. Jetzt wird es authentisch. So. Alles aber schon präpariert. Ja. Genau, nimm einfach die Zitrone in die Hand. Okay, erstmal die Zitrone. Ja, die ist schon lange her bei mir, wie gesagt, mit Tequila, deswegen. Ja, bisschen nass machen. Mhm. Salz. Jo, alles daneben. Ach, macht ja nichts. So, und jetzt? Zitrone. Wieder Zitrone. Okay, ne? So, Prost. Prost. Lecken. Nicht dir alles ins Gesicht schütten. Keine Boah, Post. Ist der super. Der ist gut, ne? Der ist richtig gut. Was hab ich für einer? Der ist richtig gut. Ist besser als Wodka. Wodka habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Das stimmt. Boah, der ist aber wirklich gut. So, die behalten wir jetzt erstmal hier. Wir machen gleich weiter. Ja. Weitermachen. Jawohl, jetzt schneiden wir erstmal hier unser Fleisch. Also ich habe hier einen Bauch gekauft. Ein schönes Stück Bauch mit Knochen. Aus dem Grund, weil meine Frau so gerne darauf rumkaut. Auf diesen Knochen. Und diesen kleinen Querknochen. Irgendwie hat die da Spaß dran. Von daher, ihr könnt natürlich auch ohne nehmen. Dann schneidet... Müsst ihr jetzt natürlich ein bisschen gucken. Die Knochen sind hier oben so ein bisschen. Am besten daneben schneiden. So, ruhig ein bisschen dicker, als ihr normalerweise Bauchscheiben schneiden würdet. So. So, das hier ist ein bisschen dicker, macht überhaupt nichts. Gibt Restaurants, die servieren das noch dicker. Von daher passt das so. So, wir brauchen jetzt eigentlich gar nicht so viel vorbereiten. Wir geben das Ganze jetzt erstmal in kochendes Wasser. Und zwar geben wir dazu noch etwas Zwiebel mit rein. Ihr könnt da die Schale auch dran lassen. Ziemlich egal. Dann nehmen wir noch Knoblauch dazu. So, einmal draufhauen, dann könnte man rein theoretisch wegschmeißen, mit Schale machen. Die Schwarte haben wir übrigens dran gelassen, weil die soll natürlich nachher auch noch ein bisschen aufploppen, ein bisschen kross werden. So, jetzt legen wir unser Fleisch hier rein.
dann die Zwiebeln rein, den Knoblauch, dann haben wir noch so einen Esslöffel Salz und einige Pfefferkörner, vielleicht so einen Teelöffel ungefähr, 4 Lorbeerblätter, wenn die so riesig sind wie die hier, nehmen wir 3. So, und das Ganze lassen wir jetzt erstmal eine Stunde lang köcheln. Also nicht volle Pulle kochen, sondern nur, dass es leicht blubbert. Wenn sich da oben Schaum bildet, abnehmen und dann eine Stunde ungefähr. So, André, auf einem Bein kann man schlecht stehen. Das stimmt. Wir nehmen am besten... Ich rumpel mal für dir. So, jetzt weiß ich, wie es geht. Wenn der Tequila jetzt nach Knoblauch schmeckt, weißt du warum? Das macht nichts. Knoblauch ist nicht schlimm. So. Zack. Ach komm. Ich dachte, du gibst mir mit dem Kern. Möchtest du den Kern unbedingt haben, oder was? Nein, nein. So, aber dein Glas wäre vielleicht... Auch coole Gläser, tatsächlich. Ja, ich sag ja, die gehören eigentlich zum Moonshine. Aber den hast du schon leer getrunken, ohne mich. Nein, natürlich nicht, der ist noch da. Der ist noch da? Cool. So, dann? Wir haben jetzt kein Salz. Ah, doch, Salz ist hier. Ja, so. So, ich mach das jetzt mal hier auf die linke Hand. Kannst du direkt festhalten. Mhm. So, jetzt, genau. So war das, ne? Mhm. Dann Prost. Prost. Prost, Leute. Mega. Lecker, ne? Richtig gut. So. Weißt du, was wir jetzt machen? Nein, wir trinken nicht jetzt noch ein. Die Flaschen leer. Ja. Gibt kein Video mehr. Wir machen jetzt noch eine Guacamole dazu. Ja. Ja, wir nehmen uns 2 Knoblauchzehen und machen die platt, dass wir die nachher einfacher hacken können. Und dann schön fein hacken. Das sollte man auf jeden Fall auch vor dem Tequila machen. Sonst bleiben die Finger. Ja. Oder werden die Finger abgehakt, oder? Oh, rote Guacamole habe ich auch noch nicht gehabt. Willst du heute auch nicht haben? Nee, ich denke nicht. Toi, toi, toi. So, dann ab in eine Schüssel. Und das hier sind jetzt Bio-Avocados. Ich habe ja mal in einem Video darüber gesprochen, wo so der Unterschied ist zwischen Bio-Avocados und anderen Avocados und was die so mit der Umwelt machen. Von daher nehme ich tatsächlich nur noch Bio-Avocados. So, die einfach hier raus aus der Schale. Geht mit dem Löffel ganz gut. Zack, leer. Dann da rein. Das können wir jetzt schon mal vermischen. Am besten einfach mit einer Gabel so ein bisschen klein drücken. Dann einmal zur Seite und dann können wir schon Limettensaft reingeben. Einfach da reinpressen. Hier haben wir noch eine Zwiebel. Ich nehme ganz gerne die roten. Einmal, es bringt einen schönen farbigen Akzent. Und vom Geschmack her sind die auch nicht ganz so extrem wie die weißen. Die dann einfach schön klein hacken, dass wir wirklich feine Stückchen haben. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir überhaupt brauchen. Passen wir so ein bisschen natürlich an der Menge der Avocado an. Danke. Ich glaube, das dürfte schon mal reichen. Ja, das passt. Die können wir natürlich hier noch mit reingeben. Zack. Gibt ja letzten Endes auch noch Geschmack ab. So. Und hier haben wir noch eine Chili. Wir wollten zuerst frische Jalapenos nehmen.
die wir allerdings nicht gekriegt haben. Von daher nehmen wir die hier. Muschel ist doch vergleichbar. Sehr ja, scharf? Das kennen wir ja schon. Die sind regelmäßig sehr scharf, diese hier. Ist in Ordnung. Wenn du sagst, ist in Ordnung. Nein, das ist wohl eine gewisse Schärfe da. Also ist okay. Eine gewisse Schärfe. Süß. Ich sterbe hier vor. Nein. So schlimm ist nicht. Aber es soll ja ein bisschen Dampf ruhig haben. Nee, hat auch. Aber nicht so extrem. Zur Not habe ich noch mehr Avocados, wir können also noch strecken. So, Tomate kommt auch noch mit dazu. Und die werden wir auch richtig schön klein würfeln. Die geben auch noch richtig schön Saft an das Ganze. Auch da reicht so eine halbe Tomate völlig aus. So, dann geben wir noch was von unserem Pfeffermix dabei. Das haben die Mexikaner leider nicht. Wir haben den großen Vorteil. Wir können den bei uns im Westmünsterland Barbecue Online-Shop kaufen. Der ist nämlich prämiert und zwar mit Platin in Griechenland beim Olymp Award. Die waren genauso begeistert wie wir, als wir ihn gemischt haben. So. Salz dazu. Und dann ist unsere Guacamole auch schon fertig. So sieht sie aus. Und das bedeutet, André? Tequila. Du lernst schnell. Ja. Bin auch nicht dumm. Nein. Salz, Salz. Und? Prost. 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 Richtig gut. Ja, ich finde ihn auch gut. So. Dann bis gleich. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ja. Noch ungefähr 50 Minuten, bis unser Fleisch soweit ist. Einmal merken, wo es war. Mal gucken. Ja, wir wollen ja auch nicht unbedingt so viel ohne die Leute trinken. Ne? Also. Nein. So. Wir wollen ja auch nicht wie Alkoholiker hier wirken. Nein, Quatsch. Sind wir nicht. Auf keinen Fall. Nein, nein, sind wir tatsächlich nicht. So, bis gleich. So, vor lauter Gelaber. Vor lauter Tequila. Habe ich jetzt fast vergessen. Da muss ja noch Koriander mit rein. Kein Gericht für André ohne Koriander. Richtig. Gib's mir. Ich liebe tatsächlich Koriander. Aber mittlerweile, wie gesagt, ich habe auch jetzt... ja, Koriander finde ich nicht mehr so schlimm. Also ich schmecke auch das Seifige wohl. Nachher im Fleischgericht merkst du es wirklich nicht mehr. Wenn man es so pur nimmt, schon. Aber ich finde das jetzt nicht wirklich dramatisch. Guck mal deine Katze an. Zeig das nicht. Das ist peinlich. Die hat eine Packung über dem Kopf. Ich befreie die mal. Nein. Naja, hat sie schon. Ja, guck. So, ungefähr 2 Esslöffel Koriander da jetzt noch mit zu. Und dann sind wir soweit. So. Jetzt sind wir quasi wieder völlig raus. Ja, jetzt müssen wir wieder wiederholen. Jetzt müssen wir wieder einen Tequila trinken. Ich komme rum. Ja. Und die Katze hat sich schon wieder verheddert in der Packung. Ah ne, da macht sie extra. Bitte lauf nicht ins Bild. Bitte lauf nicht ins Bild. Ist ja auch, wir nehmen ja quasi nur Vitamin C und Salz, also das ist für den nächsten Tag eigentlich perfekt. Tipptopp. Ja. Morgen topfit. Prost. Prost. Herrlich. Ja. Mega. Isst du die Kerne eigentlich immer mit? Diesmal schon. Stört mich nicht. So, ich bin wieder zurück. Ja.
Erwartest du jetzt noch irgendwas? Ja. Cut? Okay. So. Du lachst schon vor. Es war so. Ja, wir haben ein bisschen weitergemacht. Wir hatten Durst. Und wir haben mexikanische Musik gehört und wir haben uns hier richtig schön eingestimmt. Nur ihr Sombrero hatten wir nicht gehabt. Ja, ich glaube, den brauchen. Das wäre wahrscheinlich kulturelle Aneignung. Ja? Da muss man heutzutage vorsichtig mit sein. Ja. Aber wir haben tatsächlich noch ein, zwei, drei getrunken zwischendurch. Das hat jedes Mal lecker geschmeckt. Also wirklich. Das war wirklich gut. Das Zeug ist mega. Und André war vorhin der Meinung, man wird nicht so betrunken von gutem Alkohol. Ja, ich glaube, das stimmt nicht. Da sind wir schon drüber weg. Ja, genau. Das Thema ist durch. Ja. So. Aber es funktioniert. Also mal so richtig mexikanisch, wer freut sich da nicht drüber? Nee. So. Prost. 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 Schmeckt jedes Mal. Mhm. Wir haben festgestellt, dass die zweite Zitrone, die wir hier etwas haben, zitroniger ist. Ziemlich sauer ist. Etwas zitroniger. Vielleicht demnächst einfach ohne Zitrone. Geht auch. Ja. Aber wir brauchen ja den Vitamin C. Genau, für morgen. Oder das Vitamin C. So, weiter geht's. So. Fleisch ist soweit fertig. Jetzt erstmal etwas Zewa. Ich muss noch meine Brille anziehen, sonst sehe ich ja nichts, was ich filme. Oh, das ist sehe ich sowieso nichts schlecht. So, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Brühe. Also die duftet wirklich richtig, richtig gut. So sieht das Fleisch jetzt aus. Das nehmen wir jetzt raus. Richtig nach Rindfleischsuppe. Oder nach Noch ein Tequila? Ja. Nach Suppe. Ja, ich habe auch schon gesagt, ein paar Nudeln mit rein und fertig. Ja. Ja, wegschütten werden wir das nicht. Das ist ja perfekte Brühe jetzt. Da kann man doch bestimmt auch noch gut Pelmeni drin machen, oder? Ja, mit Sicherheit. Aber kann das sein, dass du mehr Fleisch rausholst, als du reingelegt hast? Ja, wahrscheinlich. Wo ist eigentlich die Katze? Das Ganze jetzt etwas abtupfen, damit es etwas trockener wird. Und dann kann es auch schon direkt frittiert werden. Es gibt auch noch Leute, die sagen, dass man das Ganze noch etwas trocknen lassen soll. Wir machen direkt weiter, oder? Womit? Mit allem. Wir haben erst, die Flasche ist mehr als halb leer. Nicht, dass das Video gleich vorbei ist. Nee, da sind gute Alkohole, die sind super. Ja, wichtige Alkohole. Wichtige Alkohole. ja. In diesem Sinne. Das ist verrückt. Wir kommen doch nicht voran sonst. Wir müssen unbedingt, dass die Flasche bis zum Videodreh Ende ist, ne? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Also bei unseren Pelmeni-Videos haben... Ich weiß nicht, ob wir Video zu Ende drehen schaffen. Doch, ach guck mal. Bei unserem Pelmeni-Video haben wir es auch geschafft, da war die Flasche nachher leer. Ja. Haben wir sogar noch hier weitergemacht. Und es war schon ein angenehmes Video. Ja, ja. War gut. Oh, genau. Ja, dein Glas wieder. Du bist halt gewohnt, dass du aus der Flasche trinkst. Von daher... Genau. Ich sehe das. Die Flasche kriegen wir noch leer. Also authentischer macht, glaube ich, keiner mexikanische Videos. Nein. Prost. Prost. Boah, die Zitrone ist auf jeden Fall schlimmer als der Tequila. So gut. Vitamine. Ach. Scheiße, schmeckt eine Vitamine.
Ist halt so, ne? Dann geh wieder zurück. Achso, nach dem Hände abputzen wollte ich jetzt das Fleisch abputzen. Das machen wir. So weit sind wir noch nicht. So, nochmal richtig schön abtupfen. Dass es wirklich einigermaßen trocken ist jetzt erstmal. So. Und das geben wir jetzt in den Dutch Oven, ins heiße Fett. Da haben wir ganz normales Sonnenblumenöl heiß gemacht. Erstmal auf 140 Grad. Wir frittieren also in zwei Stufen. Einmal so zum Garwerden, zum Durchknuspern, sage ich mal so. Und dann richtig nochmal zum Aufploppen mit höherer Temperatur. So wie bei Pommes ungefähr, ne? ja, tatsächlich. So, wir sind bei 155 Grad. Schön runterdrehen, Fleisch rein. So, dann vorsichtig rein. Temperatur wird sich gleich noch ein bisschen absenken. Vielleicht sollte ich noch sagen, wir kriegen ja direkt immer Kommentare von wegen, wir haben eine... Was ist das denn? Das ist das Wasser, was noch im Fleisch drin ist. Wir haben eine Vorbildfunktion. Von der, liebe Kinder, wenn ihr Tequila trinkt, hantiert nicht mit heißem Fett. Das stimmt. Ja. So, jetzt ungefähr 10 Minuten. Ja, und dann nehmen wir es wieder raus. Ja, du wolltest gerade wegdrehen, ich weiß. Ja, nee, also Ziel ist, dass es jetzt erstmal leicht anbräunt. Also guckt nicht so genau nach der Zeit, circa 8 bis 10 Minuten. Aber wie gesagt, legt den Fokus auf die Optik, auf die Farbe. Boah. Scheiße! Alter! Scheiße! Hast du die Kamera noch am Laufen? Ja. Komm. Warte, die Kamera ist fast sauer. Komm mal hier hin. Was? Die Linse? Guck mal. Die Linse ist mächtig versaut jetzt, die ja. Die Linse ist voller Öl. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade mitbekommen habt. Ich weiß nicht, ob man sieht, gell? Das gab gerade eine richtig schöne Explosion. Also, wie gesagt, mach das. So, du bist sonst ja nicht scharfer, jetzt noch unschärfer. Vielen Dank. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen. Also, man kann es tatsächlich noch etwas trocknen lassen, das Fleisch. Dann hat man dieses Problem nicht, weil jetzt, ja gut, jetzt ist vorbei, aber der Grill ist versaut, die ganze Umgebung ist versaut, alles. Ich bin versaut. André ist versaut. Ja gut, du bist das, ja schon... Das war jetzt ziemlich runter abgeranzt hier angekommen. Aber ja, genau. Ja, ich weiß, was dafür hilft, dagegen hilft. Ich komme nicht mehr vor der Kamera. Guck mal, wie ich aussehe. Ach komm, ich sehe genauso aus. Ich bin voll fett. Das warst du vorher auch schon. Ah, stimmt. Da komme ich noch. Warte, ich muss meine Kamera putzen. Ey. Die ist ja... Hier, da ist alles voller Öl. Boah. Zack. Gleich müssen wir sowieso ohne Zitrone weiter trinken, weil die gleich alle ist. Hier, alles hier. Öl überall. Ja, hinter uns knallt's. Das ist Physikunterricht. Physik? Ja, nicht Wasser ins Öl tun. Oder die Feuchtigkeit. Ja, das stimmt. Haben wir nicht aufgepasst. Physik. Doch. Ich. Ja, ja. Egal. Egal. Aufgepasst vielleicht schon, aber naja. Ein bisschen. So. Bei Tequila haben wir aufgepasst. So. Ach nee, Moment, hier. Leicht verwirrt. Ja. Prost. Prost. Riecht einen guten Tequila. Schmeckt sehr lecker. Aber Zitrone ist scheiße. Zitrone. Ja, die erste war echt besser. Egal. Ja. Hauptsache, die Killer gibt es, ist gut. Und guck mal, ich habe hier schon wieder mit Salz rumgesaut. Ja, und ich muss auch jedes Mal wegputzen. Ja, genau. Er war gerade am Schimpfen, als wenn wir verheiratet wären.
Ja. Ja, es ist, wie schon gesagt, als wenn wir verheiratet wären. Lecker. Hat einer auf die Uhr geguckt? Ich habe auf die Uhr geguckt, aber ich. Also wir gehen nach der Zeit. Ich muss jetzt mal die Linse putzen, weil das, so ist das scheiße. Die sieht doch gut aus. Nee, überhaupt nicht. Okay. So, bis gleich. Ja, ein paar Minuten noch. Wir haben tatsächlich die doppelte Zeit gebraucht, also bestimmt 20 Minuten, bis sie jetzt so aussehen. Also richtig schön ausgebraten, aber noch nicht aufgeploppt, noch nicht perfekt. Deswegen nehmen wir sie jetzt erstmal raus. So, hier haben wir sie jetzt erstmal liegen. Jetzt heizen wir unser Fett erstmal vor. Ne, weiter auf. Konzentrier dich. Jetzt machen wir unser Fettheißer auf 180 Grad. Und dann kommen die Dinger nochmal rein. Boah, das duftet jetzt schon mega. Lass ihn nicht ablenken. Ja, 180 Grad und dann kommt es nochmal rein. Und in der Zwischenzeit... Tequila! Da! Die Flasche haben wir gleich leer. Ups. Meins weg, hast du schon? Ja komm, den Deckel brauche ich glaube ich eh nicht mehr. Ja? Also wir haben gerade den letzten auch ohne Zitrone genommen. Der war irgendwie auch okay. Ach gut, Zitrone. Wir haben ja schon genug Vitamine zu uns genommen, oder? Ja. Definitiv, obwohl da ein bisschen Zitrone. So. Prost. 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 Wir machen Prost, das Leute. Übrigens nur zu Schulungszwecken. Ja, genau. Also wir wollen wirklich tatsächlich richtig mexikanisch kochen, grillen, wie auch immer, zubereiten und dementsprechend opfern wir uns auch ein Stück weit weg für euch. Genau, opfern. Prost. Hau weg. Ich bin gerne ein Opfer. In dem Fall. Schmeckt gut? Auch ohne Zitrone. Ja, Zitrone macht aber schon... Aber die Flasche ist gleich leer, ne? Flasche ist gleich leer, ja. Gehen wir gleich zu mir rüber. Was? Machen wir weiter. Nach dem Video. Bis gleich. Das ist ekelhaft ohne Zitrone. Also das schmeckt nur nach Salz. Da kannst du besser ohne Salz trinken. Ich finde mit Zitrone tatsächlich super. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, ich finde es, also mit Salz, nur mit Salz ist scheiße. Boah. Warte. Ja, die Temperatur ist jetzt bei 180 Grad. Wir geben jetzt unsere Bauchschalen wieder rein. Guck mal, das schäumt gar nicht oder so? Es schäumt nicht, es spritzt nicht mehr. Guck mal, film mal hier so drumherum. Weil es kein Wasser mehr drin ist. Ja, ja, klar. Und hier? Das war ein richtig, das war ein Urknall. Und nicht zu vergessen, der dein Shirt. Ja, ich sehe aus. Sieht ungefähr so aus wie hier außen drum. Ja. Und so stehe ich auch vor der Kamera. So, jetzt hier nochmal wieder wichtig. Also wichtig, dass ich, was ich jetzt, ich bin ganz fasziniert von diesem Anblick, von diesem Duft und von diesem, also das wird richtig lecker. Wir knuspern das jetzt nochmal so richtig geil auf. Dass es wirklich kross wird und das wird dann so megamäßig lecker, das wird geil. Ja, übrigens. Tequila! Wir wissen ja, wenn. Ja, können wir gleich machen, können wir gleich machen. Die Flasche. Die ist schon fast leer. Ja, viel haben wir nicht mehr drin. Man sieht's. Ich weiß ja. Komm, ich muss mich festhalten, geh mal nach vorne. Nein, Quatsch, du musst dich nicht festhalten. Doch, doch. Festhalten heißt für Münsterländer seine Arme locker auflegen. Ne? Also, wir grüßen jetzt nochmal andere Kanäle. Natürlich weiß ich genau, der ein oder andere wird es wahrscheinlich später wieder irgendwo zeigen, dass ich André und Rolf hier mal eben so eine Pulle Tequila reingezogen haben. Dazu möchte ich nochmal sagen, wir sind keine Alkoholiker. Nein. Nein, nein, nein.
Heute ist Wochenende. Ja, genau. Das ist ein Wochenende im Münsterland. Richtig. Also, wir grüßen natürlich, ich sag mal so, die Leute, mit denen wir am meisten Kontakt haben. Klaus Grillt, Bobby von 030 Barbecue. Ich habe gelernt, nicht 030, sondern 030. Der Michael von Barbecue Bear, MG Barbecue, auch immer herzlich willkommen. Den David von Biggernox Barbecue. Wir kennen noch so viele, die alle neidisch sind auf dieses Video. Jungs, traut euch mal. Lasst euch einfach gehen und kommt vielleicht auch mal gerne zu uns ins Münsterland. Was ihr nicht wisst, ich habe ein bisschen was geplant oder wir haben ein bisschen was geplant. Wir wollen uns mit ein paar Leuten einfach mal zusammensetzen, coole Videos machen, mal grillen, ein bisschen ja, was trinken. Unbedingt. Unbedingt. Also jetzt nicht aus wissenschaftlichen Zweck wie jetzt. Sondern tatsächlich einfach zum nur Spaß. Zum Spaß. Das ist dann weniger, viel weniger, viel weniger. Ja. Nee, wie gesagt, Grüße gehen raus an alle möglichen Kanäle. So, und jetzt nehmen wir die letzte Scheibe Zitrone. Der Rest vom Tequila wird pur getrunken. Wie pur? Ja, ohne Zitrone halt. So. Und warum schneidest du dann Zitrone? Weil wir sie noch haben. Außerdem, aber Vitamin C schadet ja nicht. Guck mal, wie stabil ich die Kamera halte. Ich glaube, das kannst du nicht mehr, oder? Doch, sicher. Ja. Aber ist nicht mein Job. Komm jetzt nach hier. Ja, alles klar. Im Namen der Wissenschaft. Im Namen der Wissenschaft. Ja, Wissenschaft gar nicht. Mexiko, genau. Hier. Also ich glaube, die Mexikaner machen es auch nicht anders. Also nein. Ihr müsst das so machen, wenn ihr mexikanisch grillt, ja, kocht. So. Die auch grillen, immer. Feiern genauso. Genau. Prost. Prost. Prost, Leute. Jetzt habe ich aber gerne ohne Hände. Ich auch. So, jetzt brauchen wir, bei unserem Fleisch brauchen wir nur noch 1-2 Minuten, glaube ich. Also es geht relativ schnell bei 180 Grad und wenn es wirklich eine schöne Farbe hat, nimmt es einfach raus. Achtet so ein bisschen auf die Farbe. So, tatsächlich hat es die doppelte Zeit gebraucht, damit es so aussieht, also richtig, richtig gut. Und die nehmen wir jetzt raus. Also wir merken hier außen, ist es schon kross. Das ist innen auch kross. Ja, ich hoffe. Es ist heiß. Tequila! Oh, ist das heiß. Mach den Messer nicht kaputt. Heiß, heiß, heiß. Gut, der letzte Tequila, den trinken wir jetzt. Guck, perfekt. Zack. Flasche leer. Roche ist voll. Nein. So. Wo ist Salz? Da. Ja, musst du erstmal nass machen oder nicht? Ist doch. Hast du schon? Mein Gott. Oh, ich sag mal, Roche ist voll. Ja, super. Ich kann ja nicht auf alles achten, auf was. Nein. Kannst du. Ja, hier. Überall. So. Prost. Prost. Prost, Leute. Ups. Ganz schön glitschig. Ja. Aber lecker. Ja, herrlich. So. Sehr, sehr gut. Und es sieht gut aus. Es sieht wirklich kross aus. Es sieht genauso aus, wie es aussehen muss. Ja. Und ich denke, es ist wunderbar kross. Und jetzt. Boah. Ja. Das ist echt super. Mega. Boah. Das ist dermaßen der Hammer. Das ist genau das, was ich jetzt brauche.
Genau. Hau rein. Also schön Guacamole drauf auf dieses wirklich, wirklich krosse Fleisch. Mm. Das ist ja wie Chips, ne? Mm. Besser. Tausendmal besser. Mm. Ich sag ja, es ist wie ein Snack. Boah, ist das Hammer. Mega. Erstmal weiter essen. Es ist richtig schön kross. Es ist alles richtig schön durchgebacken. Das Video wird 53 Minuten lang. Nein. Boah, das ist voll lecker. Voll lecker. Also, dieses Video funktioniert sicherlich auch ohne Alkohol. Nicht in den Mengen. Was? Nicht in diesen Mengen, funktioniert auch. Ja, wie auch immer. Also, es schmeckt wirklich, wirklich, wirklich gut. Mm. 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 Also ich glaube, authentischer kann man Chicharrón nicht machen. Definitiv nicht. Nein, nein, nein. Wir haben alles richtig gemacht. Rezept gut, Beilage gut. By the way. Nichts mehr drin. Leer. Ja, und Flasche leer, Roll voll. Ich nicht. Ich bin noch nüchtern. Ja, ist klar. Mhm. Guck mal, wie stabil ich die Kamera halte. Kann ich auch. Ja, genau, da kannst du nicht. Völlig egal. Also, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn ja, versucht mich nicht zu deportieren. Versucht mich nicht nachzumachen, aber das Rezept schon, oder? Daumen hoch. Ja. Kommentar, ein Like. Ich habe schon alles gesagt. Genau, also alles, was André gesagt hat. Nein, also wirklich. Es ist wirklich lecker. Macht's nach. Gib mir vor allen Dingen Daumen hoch. Ich weiß nicht, ob das noch viele Leute machen. Wir hatten unseren Spaß. Wir haben sowieso Spaß gehabt. Ihr durftet dabei sein. Und es schmeckt wirklich grandios, ey. Das ist der Hammer, ey. Ja, André, ich weiß, ja, ich bin leicht angeheitert, aber das Zeug ist echt geil. Das ist ein Mega-Snack. Es ist Wochenende, du darfst dich laufen lassen. Es ist ein Mega-Snack. Ja, also, ihr kennt die üblichen Abschiede von wegen abonnieren und hau mich tot. Bis zum nächsten Mal. Andreas. Oder André, wie auch immer. Genau, ciao. Mmh. Mmh.